Cheltenham in der Grafschaft Gloucester. Zum ersten Mal nimmt ein Engländer, und er sieht gar nicht so wie ein großer Athlet aus, an einem Springen auf einer großen Schanze teil. Seit 10 Monaten erst ist er Skispringer. Es ist sensationell, was dieser Bursche leistet. Springt natürlich wesentlich kürzer als die anderen. Der britische Rekord steht übrigens seit 1931 auf 61 Metern. Und Eddie Edwards, wie er heißt, hat sich vorgenommen, diesen Rekord zu brechen. Und das hat er geschafft. Mit 65 Metern stellt er einen neuen englischen Rekord auf.